Herzlich willkommen zur zweiten Fabel, die wir besprechen werden. Die Fabel von Wolf und Kranich, lateinisch Lupus et Gruis, die achte Fabel aus dem ersten Buch. Wir werden sehen, wie der Wolf in dieser Fabel agiert. In der letzten Fabel 1.1 war er ja gestanden für eine stärkere Partei und jemand, der einfach egal wie sein Ziel erreicht. Wir gucken mal, was er in dieser Fabel für ein Bild von sich abgibt. Ich lese den ersten Satz vor, das ist letztlich das Promition. Qui pretium meriti ab improbis desiderat bis peccat. Primum quoniam indignos adiuvat. Impune ab ire deinde quia noniam potest. Kurz Ergänzung am Anfang vielleicht, wir hatten es schon öfter, so ein Qui steht eigentlich für nichts anderes als Isqui oder Iiqui, je nachdem ob Singular oder Plural. Dieses Is ist dann letztlich für den Hauptsatz auch unser Subjekt, also derjenige, der. Ja, fragen wir das Ganze ab. Hinten Prädikat, Desiderat, der fordert, wen oder was, ein Akkusativobjekt, den Preis. Und wofür, das steht im Genitiv, für eine Wohltat, für irgendeinen Dienst, den man geleistet hat. Naja, und die letzte Frage noch, von wem? Von schlechten Leuten. Also eine Substantivierung bei Improbis, von irgendwelchen schlechten, ruchlosen Menschen. Und dann, der macht zweimal einen Fehler. Das Wort bis kann man sich ganz gut merken, wenn man sich den Merkspruch in die Semmel bis der Kater merkt. Denn das Wort Semmel heißt einmal, bis heißt zweimal, ter heißt dreimal und quater heißt viermal. Also im Deutschen ganz gut, in die Semmel bis der Kater und schon hat man die vier Wörter einfach gelernt. Ja, im zweiten Teil vom Promythion, primum deinde, heißt einfach erstens, zweitens, ist eine Aufzählung. Erstens, quoniam da er ja, hier adjuvat, Unwürdigen hilft. Adjuvare mit Akkusativ, auch wenn im Deutschen helfen ein wem, also Dativ erfordert, im Lateinischen ist es ein Akkusativ. Der zweite Fehler, zweitens, weil, wieder, er nicht mehr irgendwas tun kann. Naja, der Infinitiv ist hier vorne, weil er nicht mehr weggehen kann, und zwar ungestraft, impune. Also zwei Fehler, er hat schon mal jemandem geholfen, der es nicht verdient hat, und er kann nicht mehr einfach seiner Wege gehen, sondern schadet sich damit auch noch selbst. Ja, wie das Ganze in der Fabel umgesetzt ist, sehen wir jetzt. Os devoratum fauce cum hereret lupi magno dolore victus köpit singulos illicere pretio ut illut extraharent malum. Ja, wenn wir vorne starten, dieses cum ist eine Nebensatzeinleitung. Ihr seht ja, dahinter steht kein Ablativ. Also muss es irgendwie ein Wenn oder ein Als oder Weil, obwohl, in dem sein. Wir sehen hier hinten, hereret ist Konjunktiv. Deswegen wählen wir einen Adverbialsatz und nehmen einfach mal einen Temporalsatz als. Als hereret hing oder steckte. Und wer, das steht hier vorne, os, ein Knochen. So, Achtung, os kann der Knochen heißen, dann ist der Genitiv ossis. Oder ihr habt os oris, das ist dann der Mund, das Gesicht. Also bitte aufpassen, hier steckt kein Gesicht im Rachen des Wolfes, sondern einfach ein Knochen. Und zwar ein Knochen, der verschlungen worden war. Steckte wo im Rachen eines Wolfes fest. Ihr seht schon, hier sind alle möglichen Sachen völlig verdreht und ihr müsst die Bezüge erst finden,
aber das sollte eigentlich funktionieren. So, hier kann man dann direkt weitermachen mit Köpit. Begann er, naja, wer wohl, der Wolf natürlich, anzulocken, Infinitiv, illicere, wen oder was, einzelne, naja, Tiere, anderen Personen, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und zwar womit? Mit einem Preis. Um etwas zu tun, nämlich damit sie herausziehen, wen oder was, jenes Übel gehört zusammen. So, ausgelassen habe ich jetzt den ersten Teil noch. Magno bis Victus, also begann der Wolf, besiegt von großem Schmerz, Einzelne anzulocken mit einem Preis, damit sie jenes Übel herauszogen. Geht wohl beides. Ja, Tandem, persuasa est iure jurando gruis, guleque credens, colli longitudinem, periculosam fecit medicinam lupo. Zweiter Block, wieder drei Verse. Subjekt ist Gruis, der Kranich. Prädikat hier im Passiv ist persuasa est. Also schließlich, ja, wurde überzeugt ein Kranich. Und wodurch? Jus jurandum ist ein Schwur, durch einen Eid überzeugt. Ihr könnt hier einen Strichpunkt oder auch einen Punkt setzen und dann nochmal einen neuen Satz anfangen. Und ja, während er jetzt credere, heißt eigentlich glauben, vertrauen, das kann auch mal anvertrauen heißen. Und das ist auch hier der Fall. Während er anvertraute, wen oder was, die Longitudinem, die Länge seines Halses und wem, ja, der Kehle, dem Schlund des Wolfes gedacht, machte er, fekit, ja, jetzt ganz wörtlich, machte er die Medizin, die gefährliche Medizin für den Wolf. Naja, was soll das heißen? Statt Medizin können wir vielleicht auch Eingriff übersetzen, also einen gefährlichen Eingriff, und zwar für den Wolf. So, dieses Periculosam, da könnt ihr euch mal Gedanken machen, was dieses gefährlich heißen soll und auf wen sich das bezieht. Und im letzten Teil sehen wir dann auch, wie der Wolf reagiert. Pro quo cum pactum flagitaret premium ingrata es inquit ore quae e nostro caput in columne abstuleris et mercedem postulis. Wie oben cum als Nebensatzeinleitung können wir vorziehen. Wie oben flagitaret im Konjunktiv, also wieder ein Adverbialsatz, während, als, obwohl, weil, je nachdem, was am besten passt. Dann der Hauptsatz besteht eigentlich nur aus diesem Inquit, er sie es sagt, beziehungsweise sagte. Ja, weil nehme ich jetzt mal, weil er dringlich forderte, wen oder was, den Preis, und zwar Pactum Premium, den vereinbarten Preis. Und dann pro quo, relativer Satzanschluss. Zu den Sachen, die vorher passiert sind, also pro quo für diesen medizinischen Eingriff, weil er für den medizinischen Eingriff den verlangten Preis, den vereinbarten Preis dringlich forderte. Ja, sagte er. Ihr seht schon, hier sind keine Subjekte mehr. Ihr müsst euch also genau überlegen, wer jetzt was sagt und tut. Ja, ingrata est, ihr kennt ja gratus, dankbar. Ingratus ist die Verneinung, undankbar. Du bist undankbar. An diesem A hier hinten könnt ihr auch erkennen, wer spricht, beziehungsweise wer angesprochen ist. Und quae ist angegeben hier, sollt ihr als weil übersetzen. Ja, der Grund ist, dass es ein Relativpronomen mit Konjunktiv. Das heißt, ihr könnt hier den Nebensinn beispielsweise kausal wählen. Weil, abstuleris, von aufhöre,
also wegtragen sozusagen, wegziehen, weil du weggetragen hast, wen oder was, deinen Kopf, und zwar unversehrt in Kolumis, und hier wieder völlig durcheinander, e nostro ore, aus unserem Maul, es sind ja Tiere, also weil du aus unserem Maul deinen Kopf unversehrt herausgezogen hast, und einen Lohn dafür forderst. Man könnte hier auch noch im Deutschen vielleicht einfordern und gleichzeitig auch noch, also so eine Steigerung, um das auszudrücken, dieses gespielte Gefühl vielleicht, dass der Wolf da hat. Denn er ist ja völlig empört darüber, dass der Kranich ihn jetzt, ihm das Leben gerettet hat und dann auch noch einen Preis dafür fordert, nur weil er das gemacht hat. Sprich, ihr solltet euch dann ein bisschen überlegen in den Aufgaben unten, wie man das interpretatorisch auslegen kann, das Ganze. Und ich denke, die Übersetzung wird damit erstmal klar.